ihr wollt unendlich viele Items, also unendlich viele Items haben, unendlich viele Pokémon klonen können etc., dann seid ihr heute hier genau richtig. Bleibt auf jeden Fall dran, ich zeige euch heute, wie das funktioniert im Pokémon Strahlender Diamant und euch eine Perle. Da gibt es nämlich so einen kleinen Bug bzw. Glitch, den gucken wir uns genauer an, bzw. ich erkläre euch, wie ihr das machen könnt. Ich nehme übrigens keine Gewähr dafür, wenn ihr irgendwas falsch macht und euer Game dadurch irgendwie gefreezed wird oder sonst was. Das erkläre ich gleich auch nochmal, wo das der Fall sein wird. Bitte beachtet, dass ihr das Schritt für Schritt machen müsst. Und bitte, 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 ja, wenn ihr Fragen habt, schreibt sie lieben gern in die Kommentare. Dürft ihr sehr, sehr gerne machen. Und ansonsten wünsche ich euch super viel Spaß mit dem Video. Wenn ihr also nichts mehr verpassen wollt zu Pokémon Strahlender Diamant und Leuchtende Perle, zu Pokémon Legendary Chaos, Pokémon Unite, dann aktiviert die Glocke und abonniert auch noch vorher den Kanal. So verpasst ihr keine News, Tipps und Tricks, Guides oder auch sonstiges zu Pokémon. So, kommen wir zurück. Wir sind jetzt hier in Trosto angekommen und dafür müssen wir in Trosto sein. Es ist egal, wie weit ihr gespielt habt. Ihr müsst nicht das Spiel durchgespielt haben. Ihr müsst nicht irgendwie ansatzweise das komplette Game mit Nationaldex geführt haben. Nichts. Ihr braucht nur nach Trosto kommen können und das reicht vollkommen. So, das alles, was wir brauchen, ist einmal die Pension. Ja, die steht da. Und das andere, was wir brauchen, ist einmal richtig. Wir brauchen ein Pokémon, was wir im Endeffekt wegschmeißen können. Benutzt irgendwie Zuchtrechte oder fangen Sachen vom Shiny Hunting oder was auch immer. Ja, das wäre auf jeden Fall meine Idee. So, wir sind jetzt in Trosto angekommen. Und alles, was wir jetzt machen, gehen wir Step by Step durch. Also, ne, macht das bitte genau, wie ich es euch hier zeige. Und dann könnt ihr eure Pokémon vervielfältigen, klonen. Alles, was ihr haben müsst, ist erstens ein Pokémon auf Box 1 und ein Pokémon auf Box 2. Bitte beachtet, ihr braucht ein Pokémon, ja, wirklich ein Pokémon, was ihr auf gut Deutsch, ich sage jetzt, wie es ist, auf gut Deutsch wegwerfen könnt, also was überschrieben werden kann, weil wir überschreiben ein gewisses, also beziehungsweise wir überschreiben ein Pokémon, das heißt, die alte oder die Grunddatei dieses Pokémon verschwindet und übernimmt die Datei des anderen, was man halt geklont haben möchte. Also bitte beachtet, nimmt ihr irgendwelche Zuchtreste oder sonst was und bitte macht es genau richtig. Kleiner Tipp von mir, noch vorweg, wenn ihr irgendwas macht, speichert vorab, bevor ihr irgendwas macht, einmal speichern und dann könnt ihr immer wieder, wenn ihr jetzt irgendwas falsch gemacht habt, solltet immer wieder zurückkehren. So, alles was wir jetzt machen müssen, die Vorbereitung, bevor wir jetzt das Pokémon abgeben in die Pension, ist ganz einfach, wir packen uns ein Pokémon ins Kampfteam. Das heißt, es ist egal, ob ihr das Pokémon auf Slot 1 oder auf Slot 2 ins Kampfteam packt, das ist völlig egal. Ihr müsst auf jeden Fall die gleiche, also der müssen den gleichen Slot haben, das heißt, Geowatz und Tauros müssen beide in den jeweiligen Boxen sein und beide in den jeweiligen Boxen 1 Slot sein. Das heißt, ihr müsst Tauros auf den ersten Punkt packen und auch Geowatz auf den ersten Punkt packen, weil wir wollen nämlich gleich hier so einen kleinen Trick anwenden. Das heißt, ich packe jetzt hier mein Geowatz rein, sage, ey, das Geowatz ist im Kampfteam, super. Gehe dann wieder raus aus der Mechanik und gehe dann zu der guten alten Dame und will im Prinzip mein Geowatz ihr geben. Dies kann ich aber nicht machen, das funktioniert nicht, wie ihr jetzt seht, weil es in einem Kampfteam ist. Blöd. Aber wir kriegen das hin, indem wir zum Beispiel Tauros anklicken. Dann gehen wir in die Boxenübersicht. Deswegen dürft ihr auch vorher keine Pokémon bei der Frau haben. Ihr müsst unbedingt 2 freie Slots haben bei der Pension. Das heißt, ihr dürft vorher nicht beides abgeben, sondern ihr müsst alles abholen aus der Pension. Und dann könnt ihr das machen. Dann geht ihr auf die Boxübersicht und dann tauscht ihr die Boxen miteinander. Das heißt, wir tauschen Box 1 mit Box 2 oder Box 3 oder Box 4, wie ihr, welche Boxen ihr jetzt auch gerade nimmt. Es ist egal, welche Box ihr macht. Aber wir tauschen das, das könnt ihr mit Y machen, klickt drauf und tauscht das mit der anderen Box. Und schon seht ihr, dass Tauros gar nicht mehr ausgewählt ist und wir gehen einmal rüber und sehen, dass Geowatz ausgewählt ist. Das Pokémon, was eigentlich, ich betone wirklich eigentlich, ja bei uns, richtig Leute, eigentlich ja im Kampfteam ist und was wir nicht auswählen können. Jetzt nämlich gehen wir einfach raus, drücken B und bestätigen das einmal, dass sie dann Geowatz nehmen soll. Das heißt, sie nimmt jetzt Geowatz in die Obhut. Und Geowatz ist ja eigentlich im Kampfteam und das würde nicht funktionieren, aber das Spiel denkt trotzdem, dass es noch Tauros ist. Ne? So, Geowatz ist weg und ist im Kampfteam. Wir gucken jetzt nochmal und dann ist es jetzt so unten, ganz unten seht ihr jetzt, so ein japanisches Ding, das ist müssen Igno. Bitte beachtet, klickt das Ding nicht an, bitte nicht anklicken, nicht draufgehen oder sonst was. Bitte, bitte, bitte macht das nicht, sonst habt ihr das Problem, dass euer Spiel freest. Und dann müsst ihr das Game neu starten. Das kann auch zu schlimmeren Sachen passieren. Aber bitte klickt das nicht an. So, jetzt wollen wir das Pokémon überschreiben. Das heißt, das Pokémon, was wir überschreiben wollen, ziehen wir als allererstes rein. Als allererstes. Das wäre jetzt hier Roselia. Dann verschwindet das auf einmal und denkt sich, okay, what the fuck. Und das nächste Pokémon, was wir dann klonen wollen, ziehen wir als zweites rein.
Und das ist hier an dieser Stelle Tangolos. Und das ziehen wir rein. Siehe da, Tangolos erscheint. Dann gehen wir einmal in das Bericht von, oder in den Bericht von Tangolos, sehen, okay, Tangolos ist noch da, alles super, alles toll. Und wir gehen raus und tada, wir haben zwei Tangolos. Mission Igno wird in dem Moment überschrieben, beziehungsweise das Spiel denkt, da ist noch ein Pokémon drinne. Und dann wird dieses Roselia, was wir hier vorhin als Roselia hatten, überschrieben auf Tangolos. Und wir haben jetzt beide Tangolos genau gleich, also genau gleich, haben das Item vervierfältigt. Also ich habe jetzt hier, ich mache mal meine Cam kurz aus, dann seht ihr das. Ich habe jetzt hier jeweils einen Sonderbaumbaum drauf und ohne Probleme habe ich jetzt einen Sonderbaumbaum dupliziert. Ihr könnt jedes Item draufpacken, was ihr wollt. Ihr könnt Meisterbälle draufpacken. Ihr könnt Sonderbaumbaums draufpacken. Ihr könnt Nuggets draufpacken. Ihr könnt jedes Pokémon duplizieren, was ihr wollt. Ihr könnt ein japanisches Ditto nehmen, was zum Züchten geeignet ist. Ihr könnt Shiny-Pokémon duplizieren. Ihr könnt Items duplizieren. Mit diesem Trick kann jeder alleine ohne Probleme Items duplizieren. Ihr geht dann einmal wieder auf Entfernen, entfernt beide Pokémon aus der Box und schon habt ihr das Pokémon, was ihr haben wollt und das Item dupliziert. Ich mache das gerne so, wenn ich das mache, ich dupliziere mal das Pokémon, was ich ganz, ganz, ganz viel machen möchte, dupliziere ich. Wie gesagt, es ist völlig egal, welches Pokémon ihr macht. Ihr müsst nur ein Pokémon zu überschreiben haben und es ist völlig egal, welche Boxen ihr habt. Es muss nur jeweils auf den gleichen beiden Boxen-Slots sein. Das heißt, wenn ihr jeweils Box 1 und Box 20 habt, dann müsst ihr die beiden Pokémon auf jeweiligen jeweils ersten Boxen draufpacken. Ganz wichtig, wirklich wichtig, wichtig, wichtig. Und ansonsten, Leute, wünsche ich euch viel Spaß beim Glitchen, viel Spaß beim Duplizieren, beim Klonen. Macht euch so viel, wie ihr wollt. Schreibt mir mal in die Kommentare, ob es euch geholfen hat. Ich hoffe, ich konnte euch helfen. Wünsche euch viel Spaß. Bis zum nächsten Mal und tschüss.